Dieser Fluch hat auch Grenzen. Vielleicht liegt es hier irgendwo in der Böschung. An den Ufern der Andra haben Gwynling und ich die er dann aufgespießt hat. Augenblick, da liegt doch was. Ha, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. So. Na also, geht doch. Also schön. Ich wünsche mir... Hey! Wirklich sehr komisch. Ein schönes Rad. Du kannst zaubern? Nicht mehr viel. Bist du meine Druidentochter? Nein, ich bin Nori Darinella Wanda. Kannst du zaubern? So etwas nicht, aber ich kenne einen anderen Zauber. Wirklich? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Darian und ich haben unser Publikum geradezu geblendet. Gib acht. Ui, so ein schönes, helles Licht. Aber zauberst du immer mit diesem weißen Pulver? Welches Pulver? Und es tut dir nicht weh, Licht zu beschwören? Lindert das Pulver die Schmerzen? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Naja, das ist bloß so ein kleiner Trick. Und sie hatten durchschaut. So, und jetzt können wir eigentlich das Rad an die Achse anbringen. Damit das Ganze auch wieder fahrtüchtig wird. So. Das ist repariert. Dann können wir jetzt mit der guten Isida reden, ob sie uns jetzt nicht doch mitnehmen möchte. Das Rad hängt wieder an der Achse. Wärst du jetzt bereit, uns ein Stück mitzunehmen? Ihr habt den Wagen repariert. Und bei Travia, ein wenig Gesellschaft kann ich gut gebrauchen. Hier sind die Schlüssel zum Wagen. Ich bleibe noch etwas am Feuer. Und das ist aber nett von dir. Na dann, schauen wir uns mal in dem Wagen um. Mal gucken, was so eine Gauklerin, alles mit sich führt. Der Tag war schön. Oh ja, und wie. Ich habe die Eichblattqueste gewonnen. Was machen wir als nächstes? Wir schlafen. Sieh mal. Das ist das weiße Pulver, mit dem die runzlige Frau das gleißende Licht beschwört. Ich habe gesehen, wie sie es ins Feuer geworfen hat. Rühr das nicht an. Wer weiß, was es ist. Ich schlafe auf dem Bett. Du schläfst auf dem Teppich. Was? Was war das? Es kam von draußen. Oh. Was ist jetzt passiert? Nein, nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch, sie sind hier. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte, ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was ist los? Zwei seltsame Gestalten suchen nach uns. Noch wissen sie nicht, wo wir sind, aber sie bedrohen Isida. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Ich muss diese Kreaturen irgendwie ablenken. Oder vertreiben. Am besten wäre vertreiben, würde ich jetzt mal fast behaupten. Wir können da Vorhang. Die halten mich nur auf. Aber den Puppen. Ah, warte mal. Wir werfen eine kleine Bombe. Zumindest. Mit bloßen Händen. Magnesium. Magnesium. Das ist cool. Dann. Hoffentlich hält das Pulver, was es verspricht. So, und jetzt Puppenkopf mit Magnesiumpulver. Dann gehen wir
In die Dachluke? Bevor wir uns hier einschließen, können wir auch gleich aufgeben. Ach, ich kann... Bevor wir uns hier einschließen, können wir auch gleich aufgeben. Okay. Wenn ich jetzt rausgehe, entdecken sie uns. Ja, aber irgendwie... muss ich hier. Die Tür bleibt zu. Hä? Aber irgendwie muss ich doch jetzt hier was machen können. Die halten mich nur auf. Ich muss aber auch irgendwie rauskommen. Und... Ich könnte die Halsöffnung mit dem Lappen zustopfen. Ach so, stimmt. Jetzt rieselt nichts mehr raus. Mach schnell! Ja gut, verschlossener Puppenkopf. Und jetzt? Unsinn. Besser nicht. Ja. Wird doch nichts. Ah, Leiter. Hatte schon bessere Einfälle. Ach, nee, nicht mit dem Puppenkopf, sondern so. Und die Leiter stellen wir jetzt hier an die Luke. Und dann klettern wir nach oben. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte, ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Nein, nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch, sie sind hier. Na gut, das haben wir zwar alle schon mal gehört, aber wir nehmen jetzt den Puppenkopf und schmeißen ihn da rein. Es hat nicht funktioniert. Das hätte funktionieren sollen. Wieso ist er nicht zersprungen? Sei ein einziges Mal nützlich. Aha. Das hat funktioniert. Und jetzt? Ich schnappe mir ein Holzscheit und brenne euch die Augen aus. Aber erst sehe ich mich nach anderen Möglichkeiten um. Na super. Ich verhalte mich besser ruhig. Okay, die eine ist erstmal... Okay, dann gehen wir nochmal rein und schauen, was wir noch machen können. Irgendeine Möglichkeit muss es ja noch geben. Mit bloßen Händen fasse ich dieses Zeug nicht an. Die halten mich nur auf. Was kann ich denn jetzt... Irgendeine Möglichkeit. Ja, die Tür bleibt zu. Er will auf jeden Fall nicht raus. Das ist schon mal ganz sicher. Er will nicht raus. Wir haben aber lediglich das Messer. Und... Kann man hier irgendwas kaputt machen? Das hätte die Puppenspielerin nicht verdient. Das hätte die Puppen... Okay. Die Lampe kann man nicht kaputt machen. Das kann man auch nicht kaputt machen. Das kann man. Keine Zeit für Experimente. Geht nicht kaputt. Wir haben aber auch sonst nichts mehr hier. Wir können die Puppen nicht kaputt machen. Das Magnesium langt da nicht an. Und wir sitzen schon wieder in der Pattsituation. Wir haben das Messer.
Das war vorhersehbar. Kann man noch irgendwas... Unsinn. Noch bin ich nicht lebensmüde. So weit weg. Pferde sind mir fast so unverständlich wie Feen. Okay, Lagerfeuer. Ich schnappe mir ein Holzscheit und brenne euch die Augen aus. Ja, okay, das... ist nicht kaputt. Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben. Die halten mich nur auf. Die kann ich nicht benutzen. Kann ich das wieder ganz machen? Nein. Alles noch dran. Nein, nein. Keine Zeit für Experimente. Ja, aber irgendeine Möglichkeit muss ich doch jetzt haben. Und er will nicht raus. Das bleibt zu. Den Vorhang, da gibt's auch nichts. Warte mal, vielleicht kann ich noch irgendwas... Messer? Das hätte die Puppenspielerin nicht verdient. Achso, das haben wir schon probiert. Der Vorhang. Vielleicht hilft uns der Vorhang. Ach, was Unsinn. Oh. Naja, Versuch war's wert. Aber was kann ich denn jetzt noch machen? Wieso bin ich eigentlich immer so unflexibel, was meine Gedankengänge betrifft? Das geht so nicht. Mit bloß. Ja, aber ich habe ja sonst nichts. Und ich kann es auch nicht kaputt machen. Experimente. Diese Kreaturen, ich muss sie hier wegbringen. Wir müssen Easy da helfen. Bleib du bei der Tür. Und die ist mir eine große Hilfe. Irgendwas muss unmöglich sein. Ich habe nur das Messer. Ach was? Ich habe nur das Messer. Und da, warte mal, die Peitsche. Oder kann ich hier irgendwas mit dem Messer machen? Ich kann hier gar nichts machen. Noch bin ich nicht lebens. Ich kann hier nicht aufmachen. Ich kann hier nicht raus. Ich kann mit dem. Was soll ich denn jetzt nun wieder machen? Kaputt machen. Was kann ich kaputt machen? Nichts. Das war vorhersehbar. Wenn Nori sie verzaubert, nimmt sie uns vielleicht mit. Andererseits, ich ermutige die... Sie sieht traurig aus. Ja, wundert mich nicht. Was sind das für Kreaturen? Ich verhalte mich Raus will er auch nicht. Ich kann also nichts außerhalb des Wagens machen. Das heißt, irgendwas hier im Wagen muss mir weiterhelfen, aber was? Warte mal, kann ich hier nicht irgendwo... Ich muss doch hier irgendwas... Aber hier gibt's ja nichts. Er will nicht raus. Die halten mich nur auf. Da brauche ich keinen Zauber. Ja, das sehe ich auch. Keine Zeit für Experimente. Ist da noch ganz? Noris Zauber hilft hier nicht. Also ganz machen, mit ganz machen komme ich nicht weit. Keine Zeit für Experimente. Vieles ist zerbrechen.
Das hätte die Puppe. Das hätte. Ja, aber was? Was kann ich denn dann noch kaputt machen? Er will ja auch nicht raus. Ich bin schon völlig verwirrt. Die Tür bleibt zu. Ja, das ist mir jetzt auch klar. Aber lieber Geron, was soll ich tun, wenn ich... Ich kann hier nichts machen. Das langt da nicht an mit den Händen. Mit dem Messer kann ich da auch nichts mitmachen. Ich kann hier nichts runterschneiden oder benutzen. Und ich habe lediglich mein Messer. Ich kann nichts kaputt machen. Und hier droben gibt's auch nichts. Da hängt eine Peitsche, aber... Kann dein Zauber auch Tiere heilen, Nuri? Wozu? Die heilen sich doch selbst. Das lasse ich lieber. Man muss doch irgendwas... Oder sitzt hier vielleicht irgendwo der Rabe oder... Ach, jetzt geht er wieder rein. Ich... Oh Mann. Was soll ich denn tun? Das Licht scheint die Kreaturen abzuschrecken. Ja, schön. Ich komme nicht ran. Ach. Das ist, ich verstehe das gerade nicht. Der gute Geron hat ein Messer bei sich. Aber er kann nichts damit anfangen. Noch bin ich nicht... Also komm schon, ich würde wenigstens versuchen, das Messer drauf zu werfen. Okay, wenn er nicht trifft, trifft er die gute Easy dann. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber irgendwas muss doch machbar sein jetzt. Wie soll ich da rankommen? Pferde sind mir fast so unverständlich wie Feen. So weit weg. Ja, zu weit weg. Aber... Ach, jetzt macht er den auf... Nee, ernsthaft? Ach, lol. So, und jetzt schnell. Geron! Ich beeile mich ja. Oh Mann. Ich hab wieder rumgetrödelt für nix. Ich schaffe das, Nuri. Geron! Ich schaffe das. Lässt er jetzt einfach die Easy da? Ach, wie ist der jetzt da reingekommen? Oh. Sie hat irgendwas gezaubert, was sie hätte nicht zaubern sollen. War es nicht das Schicksal, das ihn trieb? Der Seher hatte sie aufgespürt. Für den Augenblick waren sie ihm entkommen. Doch seine Kreaturen würden nicht ablassen, sie zu jagen. Wer sollte ihnen jetzt helfen? Wenn die Harfe des Seers erklingt, wird Andergast untergehen, hatte Gwindling gesagt. Und die Fee ist der Schlüssel. Geron musste mehr über all das herausfinden. Der Feenforscher blieb seine einzige Hoffnung. Nuri am Leben zu lassen, war richtig gewesen. Davon war er fest überzeugt. Seine dunkelsten Träume offenbarten ihm nicht, welches Leid diese Entscheidung bald über seine Heimat bringen sollte.
Aber hätte er wirklich anders entschieden, wenn er es gewusst hätte?